Weiß nicht wieso. Aber ich habe eine Ameise in meinem Tee. Oh mein Gott, ich sehe gerade vier Ameisen auf einmal. Ich glaube, ich habe ein Ameisenproblem. Realisiere ich gerade in diesem Moment. Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Ich habe immer nur eine gesehen und dachte so, ach, mach. Da hinten habe ich nämlich eine Spinne. Die lasse ich auch schon seit Monaten bei mir hausen. Und jetzt hat sie wenigstens vielleicht einen Job. Ich muss sie mal rüberholen. Weil hier ist die Problemzone. Schatz! Wo ist sie denn? Soll ich sie euch vorstellen? Das ist meine Haustür. Schatz, wo bist du jetzt, wo ich dich brauche? Krass, es würde wirklich wirken, als würde ich wohnen wie eine ekelhafte, ekelhafte, ekelhafte Frau, wenn man das alles hört, was bei mir abgeht. Vor dem Drehen dieses Videos so miese Anxiety bekommen. Ich habe das jetzt nicht mehr so oft, aber ich habe das so jetzt auf einmal wieder richtig bekommen und ich saß dann einfach hier jetzt gerade 2 Stunden lang so. Aber dann habe ich mir Fruitbats geholt und dann irgendwie ging es mir besser. Heute wollte ich mit euch über ein Thema reden, was mich eigentlich schon beschäftigt, seitdem ich fucking 8 Jahre alt bin. Und gerade letztens war das bei mir auf Social Media auch ein Thema. Deswegen weiß ich gar nicht mal, ob es so ein guter Moment ist, das Video jetzt zu drehen. Scheiß drauf. Falls ihr nicht so viel auf TikTok oder Social Media unterwegs seid oder nicht so viel mit Gen Z Babes redet, dann kennt ihr vielleicht den Begriff Girls Girl nicht. Ein Girls Girl, also ein Mädchens Mädchen. So ein Begriff, der gerade auf TikTok sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Und ich sag euch ganz kurz die Definition davon. Ich habe recherchiert. Ich habe mich erkundigt im World Wide Web. Die Kriterien für ein Girls Girl sind zum Beispiel ein Mädchen, was dem Girls Code folgt. Du schläfst nicht mit dem Freund oder mit dem Ex deiner besten Freundin oder irgendeiner von deinen Freundinnen, außer sie sagt explizit, doch mach, es ist mir scheißegal. Für mich ist Girls Code auch, wenn irgendein Mädchen so ein Spinatblatt irgendwo hat und wir im Club sind, dann sage ich, Schatzi, du hast da einen Spinat und ignoriere es nicht und lass ihn nicht auflaufen, bevor es der Typ, dem sie vielleicht die Zunge in den Hals stecken will, bemerkt und dann küsst er sie nicht und denkt sich, ich will nicht dein Mittagessen in meinem Rachen haben, vielen Dank. Sowas. Keine anderen Mädchen runtermachen für männliche Wertschätzung, andere Frauen unterstützen, andere Frauen verteidigen, Frauen nicht als Konkurrenz sehen, sondern als Kameradinnen. Und ich würde generell schon sagen, ich hatte Probleme damit in meinem Leben, Girls, Girls zu finden, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, mit denen ich mich verstanden habe. Beziehungsweise hatte ich Mädchen in meinem Freundeskreis, die ich sehr mochte und ich dachte, wir wären... Aber dann haben die sich eben nicht wie Girls Girls verhalten und so Punkte wie mich als Konkurrenz zu sehen oder mich vor Männern runterzumachen, sowas haben die dann halt gemacht. Und dann fand ich es sehr schade und musste erkennen, okay, alles klar, dann yalla, tschüssi. Jetzt habe ich zum Glück wundervolle Freundinnen. Ich glaube, es ist auch so eine Alterssache. Die schlimmste Phase war von so 10 bis 17. Ja, war schon Mobbing. Oh, der ganze Spaß mit so WhatsApp-Gruppen, wo Scheiße über mich geredet wurde und sowas. Ganzer Quatsch, ganzer Spaß. Trotz dessen, ja, ich will mich jetzt nicht in eine Heldenposition stellen, weil das ist eigentlich normal, aber ich würde trotzdem sagen, ich war über die ganze Zeit trotzdem in meiner Welt ein Girls Girl. Gerade in den letzten Jahren, wo ich mich viel mehr mit Feminismus beschäftigt habe, würde ich sagen, ist das alles noch auf eine neue Ebene gekommen. Jetzt kommt sie. Wie misogyn unsere Gesellschaft strukturiert ist, wie stark ich beeinflusst wurde von misogynen Medien, Film, Zeitschrift, Musik und wie sehr das mein Selbstbild beeinflusst hat in meinen vor allem jüngeren Jahren und wie sehr ich darauf reflektieren muss und zurückführen muss, wenn ich als Frau für mich, wenn ich mich von diesen ganzen Erwartungen versuche zu lösen. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich gerade daran saß, diesen Raucheffekt einzufügen. Das ist zwar ein neues Territorium auf Final Cut, ich habe noch nie mit sowas um zu Effekten gearbeitet. Und ich war... mir sieht es nicht mal so gut aus. Egal, ich habe jetzt Effekte. Leute, ich habe jetzt Effekte. Ich kann jetzt auch Feuer in Explosionseffekte und so machen. Magie, alles. Ich kann jetzt alles. Anyway. Ich würde schon sagen, ich habe sowohl online immer sehr für Frauen eingestanden. In so großem Maße, dass ich dieses Jahr einen Gerichtsprozess vor mir habe. Jobs verloren habe, Freunde verloren habe, männliche Freunde, weil die ekelhaft waren, weil ich gesehen habe, Bro, du bist legit einfach frauenfeindlich. Auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die fucking Influencer sind und ich mir so denke, okay, nicht mit mir. Manche von euch denken sich, okay, Carla Scheiß, wir haben es verstanden, du bist Feministin, warum erzählst du uns das? Fühlst du dich cool? Sollte das nicht jeder machen? Ja.
Ich erzähle euch das, weil vor einiger Zeit eine Gruppe an Frauen im Internet entschieden hat, ich bin kein Girls Girl. Und das auf TikTok vor allem gepostet wurde. Kyla Shikes ist kein Girls Girl. Aber dazu kommen wir gleich zu dem ganzen Fall, wie es bei mir per se war. Weil ich war auf TikTok unterwegs. Es gibt so viele Beispiele davon, wie Frauen von Frauen im Internet fertig gemacht werden. Ich dachte aber, ich beziehe mich mal auf den deutschen Raum. Und ein Beispiel ist eine TikTokerin namens Jenny. Von ihr ist dieser Clip auf TikTok viral gegangen. Und ich will, dass ihr, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, blind reacted. Da sind 10 Frauen und da ist eine einzige, die keine aufgespritzten Lippen hat. Eine von 10 Frauen hat keine aufgespritzten Lippen. Dann haben die alle diese Wimpern, die so wie ein Vorhang, weißt du, diese Wimpern. Ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, ach, pick me, lass doch alle machen, was sie wollen. Andere sagen vielleicht, ja, voll, sehe ich auch so. Was man in diesem Clip nicht sieht, ist, dass sie halt darüber redet, dass im Reality-TV alle gemacht sind. Und dass mal untersucht werden soll, warum so viele Reality-Stars so gemacht sind. Es gibt ja Geisteswissenschaften wie Soziologie oder so, dass sich wirklich mal Wissenschaftler damit auseinandersetzen, aber dass man da auch mal in die Analyse geht. Warum ist das so? Warum? Was steckt dahinter psychologisch? Das will ich wirklich. Ich will das wissen, ich will das verstehen. Lass uns eine Folge darüber machen. Ja. Können wir machen. Okay. Aber vielleicht holen wir uns dann auch so einen Wissenschaftler einmal rein. Lass uns einen Wissenschaftler reinholen und eine Person, die Reality-TV mitgemacht hat. Oh mein Gott! Ja! Das ist geil. Die Reaktionen waren auf jeden Fall crazy. Tausende Kommentare. Und in den Kommentaren wurde halt zum Beispiel gesagt, es geht eher um den Ton, wie sie es gemacht hat. Dass sie es so herablassend gemacht hat, dass sie es einen Vorhang genannt hat. Das fanden viele schlimm. Und viele meinten halt so, ja, oh mein Gott, du bist so anders. Sie wurde dann ganz schnell als Pick-Me-Girl deklariert. Diese Frau kriegt dann so Monate, Wochen Kommentare darüber. Was auch sehr, sehr prominent war, waren sehr viele Kommentare zu ihrer Körperbehaarung. Und da habe ich mir die Reaktion angeschaut und das, was sie gesagt hat. Und ich habe es für mich abgewogen. Und ich habe festgestellt, okay, die Reaktionen auf das, was sie eigentlich gesagt hat, sind viel schlimmer, viel persönlicher und viel frauenfeindlicher als das, was sie in ihrer Essenz einfach gesagt hat. Und sie hatte halt einen Ton, wie man halt einen Ton hat, wenn man redet. Klar, man kann rausfiltern, dass sie kein Fan davon ist, aber das ist ja auch ihr gutes Recht. Muss sie ja auch nicht. Sie kann auch legit sagen, ich finde solche Vorhangwimpern hässlich. Aber das hat sie ja nicht mal gesagt. Was da passiert, ist, dass sehr viele Leute nur diesen Clip sehen, sich nicht den Kontext von dem Podcast anschauen und dann in die Kommentare gehen. Und dann sehen sie in den Kommentaren ein paar hundert Leute, die sich über ihre Aussage abfacken und die zum Teil über ihre Körperbehaarung kommentieren oder sie ein Pick-me-Girl nennen. Was daraufhin passiert, ist, dass sehr viele sich auch denken, ja stimmt, warum sagt sie sowas? Und stimmt, sie hat ja solche Haare. Ja, ich mag sie jetzt auch nicht. Und dann schreiben sie auch was und dann wollen sie so Teil davon sein. Ich glaube, die Reaktionen wären ganz anders. Es ist wirklich wie Marketing, wie bei einer Verpackung. Wenn du sehen würdest, dass da nur positive Sachen stehen und so steht, ja, ist schon krass, dass so viele bei Reality TV gemacht sind und dass das der neue Standard ist, dann würde man wahrscheinlich ganz anders denken. Aber dann sieht man diese negativen Kommentare und fühlt sich auch so als Teil davon. Und dann sieht man in der nächsten Slide auch noch irgendein Video von einem anderen Mädchen, was ein Video darüber gemacht hat. Hat keinen aufgespritzten Lippen, dann haben die alle diese Wimpern. Ist das wieder ein unangenehmes Video. Eieiei. Ich finde es so unglaublich traurig, dass Frauen in der heutigen Welt immer noch andere Frauen irgendwie für das, was sie tun, was sie machen, wie sie sich schminken, wie sie sich anziehen, was ihnen gefällt, irgendwie runtermachen. Sollten wir nicht mittlerweile in einer Zeit angekommen sein, wo wir Frauen uns gegenseitig supporten und es scheißegal ist, ob die Wimpern so lang sind oder so? Ist mir scheißegal, was du dazu zu sagen hast. Es ist mir einfach auch sehr unangenehm, weil ich hasse das. Ich hasse das. Lass doch andere Frauen machen, was sie wollen. Und hör auf, dich darüber aufzuregen. Nur weil du keinen Bock hast, Wimpern zu tragen, heißt es nicht, dass andere Leute das nicht dürfen. Obwohl sie das ja immer noch nicht mal gemacht hat. Trotzdem kommt das dann so rüber, weil du dieses andere Video siehst. Ach stimmt, sie sagt anderen Frauen, was sie machen soll. Warum judgt sie so? Sie spezifisch postet schon oft Videos zu Selbstbewusstsein, normalisiert Körperbehaarung, redet über Selbstbestimmung, über ihren Körper, trifft oft so empowernde Aussagen. Und das alles kann sie sagen, wie viel sie will. Sie wird dann von 100.000... Warum klang ich gerade tatsächlich ein Akzent? Und das alles kann sie sagen, was sie will. Trotzdem wird sie dann auf ein Pick-Me reduziert durch diesen 10-Sekunden-Clip. Special Time! Hallo Kitty! Kennt ihr Momo? Wenn ich sowas sehe, denke ich mir auf jeden Fall so, dafür, dass ihr jetzt so einen Vorwurf macht, darüber, dass sie Frauen machen lassen soll, was sie will, seid ihr aber alle ziemlich judgy ihr gegenüber, basierend auf diesem 5-Sekunden-Clip. Ist mir scheißegal, was du dazu zu sagen hast. Die ganze Bewegung von Frauen, die sich davon angegriffen fühlen, ist dann meistens tatsächlich eher
feindlich unterwegs, sage ich mal so. Eine ähnliche Situation habe ich halt an meinem eigenen Körper erlebt, was ich wirklich, um Gottes Willen, nicht erwartet hätte. Erwartet keiner, Mann. Man sagt einfach Dinge im Internet, man erwartet doch nicht, dass Leute so abgehen und dass sie dann sagen mit Heuzangen. Heuzangen? Wir hassen dich! Wie kannst du nur so? Man sagt einfach manchmal Sachen. So, und dann passiert sowas und man ist so, mein Gott. Der Grund, warum Frauen im Internet beschlossen haben, ich bin kein Girls Girl. Ich habe ein Video gemacht, in dem ich mich so ein bisschen über die Clean Girl Ästhetik lustig gemacht habe. Ich sehe nicht aus wie eine Swiftie, ich sehe aus wie eine Drifty Downy. Ich sehe aus, als wäre das mein letzter Tag auf dieser Erde. Ich habe mich selber in ein Clean Girl verwandelt und dabei halt, so wie ich bei eigentlich allem Jokes mache, viele Jokes darüber gemacht, weil es halt wirklich so ein ganz anderer Lifestyle, eine ganz andere Ästhetik ist, als das, was ich meine zu leben. Zum Beispiel, dass ich Ameisen auf meinem Fensterbrett habe, fühlt sich nicht so clean für mich an. Wäre ich in dem Sinne cleaner gerne? Ja. In vielen Sinnen. Ich habe da auch sehr offen gesagt, dass ich den Style langweilig finde, dass ich finde, dass der nicht so viel Persönlichkeit verkörpert. Auch am Anfang einen Disclaimer gegeben, wo ich meinte, hey Leute, ich werde übertreiben in diesem Video, ich werde ein Hater sein. Trigger Warning. Wichtig. Ich habe einen Social Responsibility Award gewonnen. Der steht hier einfach so gerade auf meinem Büro rum. Meine Social Responsibility ist es, ein Trigger Warning zu geben, dass ich ein fucking Hater sein werde in diesem Video. Ey, ich mach Spaß. Erstmal, I love everyone. I love you guys. Egal, was eure Ästhetik ist, ob ihr keine Ästhetik habt, dann liebe ich euch am meisten, wenn ihr einfach nicht darüber Gedanken macht, was eure Ästhetik ist. Schon mal gesund. Ich dachte, der Disclaimer ist klar. Ursprünglich sollte das in eine ganz andere Richtung gehen, das Video. Ursprünglich war meine Idee, ein Video dazu zu drehen, dass es so ein unerreichbarer Schönheitsstandard ist, der sehr undivers und nicht sehr inklusiv ist. Ich war an dem Tag aber einfach bisschen lustig drauf. Ich war einfach wie ein Keck drauf und war so, ach egal, schmeiße ich mal mein ganzes Konzept über Bord und drehe einfach so ein Video, wo ich mal was mache, wo ich mal mich so richtig verwandle und irgendwie mehr Action drin ist. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie lustiger, cooler. Und es war an einigen Stellen auf jeden Fall vielleicht ein bisschen drüber. Witze, die ich gemacht habe, klangen vielleicht zu judgy. Gerade in einem TikTok-Clip kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass ich wie eine Fotze wirke. Die Hashtags killen mich. Hashtag Outfit-Ideas, Hashtag Outfit-Inspo. Jeans? Oberteil. Ich fühle mich, ja, das ist eine gute Idee. Nun muss ich unbedingt testen. Dieses Outfit. Wenn man nicht sieht, was ich noch alles in dem Video sage, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es asozial wirkt. Und ich habe dann am Anfang, als ich das Video hochgeladen habe, erstmal so von meiner Community Feedback bekommen. Meinten ein paar Mädchen so, hey, ich würde sagen, ich bin ein Clean Girl. Und an manchen Stellen habe ich das so ein bisschen persönlich genommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, fair. Gleichzeitig greife ich von niemandem Identität an, sondern rede legit die ganze Zeit über die Ästhetik. Und ich habe, sobald ich die Kommentare gesehen habe, die unter meinem YouTube-Video standen, das Video erstmal offline genommen, mit der Intention, es wieder online zu stellen, weil ich wollte einfach so die Stellen, die irgendwie Leute verletzen, also Mädels verletzen könnten, rausschneiden. Weil an sich war das Video legit, cool, sage ich immer noch, es war wirklich ein lustiges Video. Dann ist es auf TikTok halt so eskaliert, dass ich mir dachte, gar keinen Bock mehr, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Dann, du warst ein Flop. Geh weg. Und dann haben angefangen, Leute auf TikTok Videos über mich zu drehen und über dieses Video, zu dieser Thematik. Zum Beispiel solche Videos. Kyla Shikes ist kein Girls Girl. Ich finde es generell komisch, wenn man andere Frauen dafür verurteilt, was sie tragen. Aber dass man ein 30-minütiges Video darüber macht, das ist crazy. Hat dich dein Ex-Freund für einen Clean Girl verlassen oder warum hatest du so? Wenn nicht einfach Leute tragen lassen, was sie wollen, it's giving jealousy. It's giving, du wärst eigentlich gerne so wie Clean Girl. Sind wir ehrlich, du siehst auch richtig gut aus in dem Video mit dem Clean Girl Look. Ich verstehe, was die meinen, wenn die sagen, die sehen besser aus. Also, oh mein Gott, die kommen in meinen Kopf rein, die schaffen es. Die Clean Girls. Ich rieche mich selbst, aber nicht auf die Schweißart, sondern ich rieche so blumig. Kyla Shikes supportet Frauen nicht. Aussagen, die ich in dem Video nie getroffen habe, wurden so fett über irgendein Video geschrieben. Also das war so die Narrative, die dann so auf TikTok geherrscht hat für den Moment. Und ich habe halt nie Frauen in dem Video runtergeredet. Ich habe mich immer auf den Style bezogen und auf mich als Clean Girl. Also ich expresse meine Persönlichkeit schon auf jeden Fall ein bisschen durch meinen Kleidungsstil. Deswegen habe ich mich in so plain Sachen dann so gefühlt, so, oh mein Gott, also wo ist meine Persönlichkeit hin? Ich stelle mich da nicht drüber. Ich sage nicht, mein Style ist besser. Ich sage nur, es ist irgendwie ein Style, so, ich mache Dinge. Also ich überlege mir halt, was ich anziehe, wie ich es lustig mache, wie ich Spaß dran habe und packe meine Persönlichkeit in meine Kleidung. Auch wenn wir das Prinzip jetzt übertragen auf die ganzen Clean Girls, die so Style-Videos und so Outfit-Videos machen. Style würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt, wenn du sagen würdest, ja, da ist meine Persönlichkeit drin, dann ist deine Persönlichkeit beige. Ich mag aber auch Style, der so mutig ist oder wo die Leute halt so ein bisschen keine Angst haben, hässlich auszusehen. Und mit hässlich meine ich nicht so wirklich hässlich, sondern so, dass man auf den ersten Blick so denkt, wow, und dann sich so denkt, oh, aber cool. Basierend auf den Reaktionen und den Kommentaren musste ich mich selber daran erinnern, dass ich keine Randgruppe kritisiert habe, eigentlich eine Ästhetik kritisiert habe. Nicht mal kritisiert. Ich bin kurz traurig, ich bin ehrlich. Ich war kurz traurig und ich dachte mir, ich will auch so eine schöne Ästhetik überall.
Deswegen verwandle ich mich in ein Clean Girl. Hätte ich nur die TikToks gesehen und die Kommentare, dann hätte ich jetzt gedacht, ich habe ein Video gedreht, wo ich sage, Frauen sind wertlos, Stück Scheiße. Abgesehen von den ganzen Videos, die über mich gedreht wurden von anderen Frauen, gab es natürlich noch tausende Hate-Kommentare. Aber so, wenn jemand so über meinen Style redet, weil natürlich sind dann alle so auf meinen Style gegangen und waren so, oh mein Gott, was ziehst du an? Und ich bin so, ja, fair enough. Also so, du kannst es hässlich finden. So. Ich finde es manchmal hässlich. Kritik finde ich fair. Vollkommen fair und wichtig. Ich sag Sachen im Internet und ich will aware sein. Aber in diesen Fällen, warte mal, redest du gerade Scheiße über mich? Unter dem Deckmantel Girl Support Girls? Ich mochte Kyla Shikes eh nie. Perfekt, die es auch einfach da so hingeschrieben haben. Mich hab sie eh schon immer gehasst. Aber dann machen die ein Video, wo die darüber reden, dass ich kein Girls Girl bin und die dann solche Interaktionen in den Kommentaren einfach haben. So öffentlich, einfach so, ja, ich hasse sie eh wie die Pest. Ich bin so, tschüss, what did I do? Ich dachte so, man chillt. Jetzt kommen wir endlich zu dem Paradoxon. Okay, ich bin nicht bei der Illuminati. Das sieht aus wie das Wort Paradoxon, finde ich. Ist es also okay, im Namen von Girls Support Girls andere Girls zu haten? Es ist ja nicht mehr so, dass man irgendwen verteidigt. Und hier geht es ja wirklich um Angriff. Eine Frau sagt was, was dir nicht passt. Und dann greifen sie ganz viele Frauen im Internet dafür an. Aber der Hate ist okay. Und die sind in dem Moment trotzdem Girls Girls, weil sie das ja im Namen von Girls Girls machen. Weil die verteidigen ja gerade nur sich als Frauen. Also wenn du praktisch den Code gebrochen hast, gehen alle auf dich los. Aber wenn du innerhalb des Codes, Girl Codes, toxische Sachen machst oder schlechte Verhaltensweisen, die aber nicht gegen den Girls Code gehen, ist das in Ordnung. Alle sind Feministinnen, bis sie eine Frau nicht mögen. Dann scheiß auf Feminismus, dann sagt man auch mal, na Jenny, rasier endlich deine fucking Haare. Und was ich ganz viel beobachte, ist, dass in diesem Zug Ausspruch von Kritik an der Frau ganz schnell in so eine frauenfeindliche Richtung driftet, ohne dass sie es vielleicht selber merken. Und gleichzeitig ist es aber meiner Meinung nach genauso frauenfeindlich, toxisches Verhalten von einer Frau nicht anzusprechen. No, girl, do you? Weil dann entwertet man sie ja in dem Moment irgendwie als denkfähigen, kritikfähigen Menschen, dem man einen moralen Kompass auch zumuten kann und sollte. Diese ganzen Mädchen, die solche Videos gemacht haben oder so Kommentare hinterlassen haben, die böse waren. Und ich meine nicht Kritik, ich meine wirklich so diese Sachen, die absolut undiplomatisch und nichts mehr mit dem Thema an sich zu tun hatten. Ihr seid keine Girls Girls für mich. Ihr macht andere Frauen unnormal zu Schnecke, judgt sie basierend auf einer Aussage als komplett Menschen, lasst keinen Freiraum für Fehler, Weiterentwicklung, irgendwas, dass du es dir nicht anmaßt, ihr so einen Stempel auf dich zu geben und zu sagen, ja, mir passt nicht, was du sagst, mir gefällt deine Meinung nicht. Du hast Frauen. Nur weil du dich von einer Frau angegriffen fühlst, ist sie nicht frauenfeindlich. Du musst in Erwägung ziehen, dass sie vielleicht eine andere Meinung hat als du. Und darauf hat sie ein Recht. Das ist nämlich auch feministisch, auch wenn sie dir vielleicht nicht gefallen. Das muss doch drin sein. In dieser Girl Support Girls Bubble muss das doch drin sein. Ich glaube nicht, dass ich jemals zu den TikTok-Social-Media-Girls-Girls gehören werde, wenn das erfordert, alles, was Frauen machen, blind zu supporten auf der alleinigen Basis, dass sie das gleiche Geschlecht haben wie ich. Dafür bin ich nämlich zu feministisch. Wenn ich sage, BBLs sind wirklich eine richtig, richtig bescheuerte Idee. Ich bin nicht dafür, dass Frauen ihr Leben für einen fetten Arsch riskieren. Vielleicht werde ich mein Leben für einen fetten Arsch von einer anderen Frau riskieren. Dadurch, wie wir sozialisiert wurden, wurden wir als Frauen in einer Konkurrenzgesellschaft sozialisiert. Also man wurde wirklich ja als Frau so sozialisiert, so du musst die schönste Frau im Raum sein, unser Aussehen ist unser größtes Kapital. Ist dieser Girls-Girl-Leitfaden nötig, weil wir so sehr in eine andere Richtung gepusht wurden? Kommen wir zur Conclusion. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ein Girls Girl zu sein, in dem Sinne, dass man einfach vielleicht internalisierte Frauenfeindlichkeit, die einem antrainiert wurde, abtrainiert. Dann glaube ich schon, dass du einfach automatisch ein Girls Girl bist als fair, nett denkender Mensch. Es ist klar, dass es ultra wichtig ist, sich als Frauen zu unterstützen, aber es ist genauso wichtig, Raum für Fehler und Kritik daran zu lassen. Natürlich kann man das nicht wirklich nicht vom Internet erwarten. Was mache ich hier eigentlich? Mein nächster Punkt ist Lost, den ich sagen will. Meinungen von Frauenfeindlichkeit differenzieren zu können. Ich erwarte von Leuten im Internet, dass sie Dinge differenzieren. Was?
und auch diese Wut, die man dann auf eine Meinung hat, nicht selber in Frauenfeindlichkeit umzuwandeln. Wenn jemand sagt, ich find's wirklich nicht cool, wenn Mädchen sich ein Onlyfans machen, wenn es eine Frau sagt, dann ist das ihre Meinung. Das macht sie nicht frauenfeindlich, wenn sie die Mädchen jetzt nicht slutshamed oder so. Sie hat vielleicht andere Gründe, das kommt voll auf den Kontext an. Aber weißt du, ich meine nur so, sowas wird ja im Internet auch voll oft gejudged. Dann sagen viele direkt, oh mein Gott, ja, aber du bist hässlich, deswegen könntest du nie ein Onlyfans machen. Sonst kann Girl Support Girls uns als Frauen ultra schaden, so in beide Richtungen. Kann auch Männern voll schaden. Scheiß auf die. Der Punkt vielleicht als abschließenden Satz ist, ich versuche immer, meinen moralen Kompass vom Standpunkt Mensch aus anzuwenden und das für alle gleich. Das schafft mir sehr viele Probleme, weil gerade eben dieser morale Kompass auf Männer nicht gleich angewendet wird in unserer Gesellschaft. Bestes Beispiel, dass die zum Beispiel sagen, ja, ich will eine Jungfrau als Freundin, aber die selbst bumsen sich durch halb Timbuktu. Das ist wichtig, dass man das auch selber hat. Also das führt uns wirklich nirgendwo hin. Das führt uns gegen die Wand. Eine vollgekackte Wand. Ich hoffe, dass das Video euch irgendwie irgendeinen Insight gegeben hat. Und ich frage mich, was ihr dazu sagt, was ich zu sagen habe. Nochmal ein extra Love You an die Clean Girls. Das nächste Video wird wieder ein bisschen lustiger. Ich habe was sehr Lustiges gefunden aus meiner Vergangenheit und ich muss euch das zeigen. Weil ich kann das nicht für mich selbst behalten, sonst sterbe ich und werde nicht schlafen können. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich habe euch lieb. Ich will im Internet wirklich vielleicht eine judgy Fotze, aber eher auch gegenüber Männern. Fair. Aber gegenüber Frauen so wirklich... Ja. Big love to you. In der Bio habt ihr ein paar Infolinks zu der aktuellen Lage in Palästina. Auch ein Spendenlink. Wo ist mein Ding? Sag tschüss zu mir, meinen 80 Ameisen.